Fähre kommt, muss jetzt wieder raus. So, jetzt sind wir in Wellington, in der Windy City. Achtung, Zug. Ein Wahnsinnshaus. Die erste Station nach Wellington. Wir haben hier ein Haus gemietet, ca. 200 Quadratmeter groß, ganz für uns allein. Eine Wahnsinnsküche, ein Erker zum Sitzen und zum Essen sitzt man direkt vorm Pool. Hallo, ist das dein Schlafzimmer? Hier ist noch der Whirlpool außen. Na, den brauchen wir nicht. Hast du schon den Whirlpool innen gesehen? Nochmal ein Schlafzimmer. Ein Whirlpool. Hey, guck mal da. Ziegen. Guck mal, die Blume, so was hast du hier noch nicht gesehen. Carlas. Carlas, gelbe. Ja. Guck mal, die Blüte an. Hast du solche Blüten schon mal gesehen? Das Haus ist der Knalle. Jesus Maria. Der ist warm. Da ist zwar mal Service drin, aber da ist ein bisschen Blätter drin. Guck mal hier die schöne Blume. Jetzt sind wir auf der Nordinsel und fahren Richtung Tongariro. Jetzt ist er frei oben. Ja, ja. In den letzten 150 Jahren hat er 60 Mal gespuckt. Ich hoffe, dass er heute nicht spuckt, weil das wäre nicht so gut. Wow, oh, oh, oh. Jesus Maria. Endlich Glück bei schönem Wetter. Da ist ein ganzes Stück Lava runtergerollt.
Nachdem wir den Nationalpark Tongariro mit seinem gleichnamigen Vulkan besucht hatten, unternahmen wir gleichwohl noch eine anstrengende Wanderung zum Waitonga-Wasserfall. Grönland meinst du? Grönland. Genau. Komm weiter. Hat es alle Wege so aus Holz gemacht. Rinde, ne? Ich weiß es nicht. Du meinst dieser Kaui-Baum? Ja. Guck mal, wie der oben aussieht. Guck mal da, guck mal hierher. Da müssen wir wieder zurück. Oh oh. Den Willen müssen wir runter. Okay. Mit gehangen und gefangen über die Erde. Heute, am 27. Januar, fahren wir mit dem Sessellift zur oberen Station. Von hier aus wandern wir bzw. kraxeln wir bei traumhaftem, aber windigem Wetter Richtung Spitze des Mont Huapehu. Er ist der gefährlichste der drei Vulkane im Nationalpark. Allein schon die Fahrt mit dem Lift belohnt uns, die bizarre Vulkanlandschaft zu bestaunen. Immer wieder bleiben wir stehen, um die herrlichen Ausblicke zu genießen. Nein. Silber. Das ist Silber. Das sind Metalle. Das ist
Auf der Höhe des Mount Huapehu ist der Wind fast unerträglich, aber die Aussicht auf den Mount Garuho mit seinem fast perfekten Kegel und seinem deutlich erkennbaren Vulkankrater belohnt uns für den anstrengenden Aufstieg. Nein, das ist der richtige Weg. Wir laufen wir jetzt aber. Wir haben es gleich geschafft, Elti. Essen wir mal wieder unten. Und ich werde dann weiter. Wir sind 3 Stunden jetzt unterwegs gewesen. Weiß ich nicht. Ja? Keine Ahnung. Very long way. Ganz da oben waren wir. Alles Vulkanlandschaft. Spektakulär. Guck mal, da unten die Serpentinenstraße, die Zubringerstraße. Aber wo die da Skifahren im Winter? Der erste Eindruck von den 3 Vulkanen des Tongariro Nationalpark ist bemerkenswert. Die Gipfel, die sich über dem Plateau aus karger Graslandschaft und Halbwüsten erheben, markieren einen der beliebtesten Nationalparks des Landes. Raus. Der dampft. Warum sind jetzt an Ofen eingeschaltet? Das wäre mir jetzt ein bisschen ungünstig. Das brauchen wir jetzt nicht. Der dampft.